Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moin und hallo Leute. Erstmal hochgradig erotisch recken und recken und strecken. Das hier wird eigentlich so kein aufgenommenes Video. Also ich nehme. Naja, ich nehme es schon auf. Also es ist schon ein aufgenommenes. Oh fuck. Es wird kein Gameplay, kein gezieltes oder sowas. Ich mache für mich gerade einfach nur Tonaufnahmetests und sehe hier, ich muss mal eben okay. Na, jetzt ist es wieder weg. Naja, ich habe versucht, hier gerade das Overlay von Radieren Real Life in-game an den Start zu bringen. Weil ich habe oben links auf jeden Fall aktuell diese Anzeige des Mikrofons. Das Mikrofon. Also, wenn ihr es auf jeden Fall sehen könnt, hier oben links ist ein Mikrofon abgebildet, wo ein Countdown läuft. Vermutlich, wie lange ich aktuell am Aufnehmen bin. Jetzt ist hier tatsächlich ein fucking Arctic Cheetah. Und, you're back. Shit, er heizt weg. Da rennt er. War ich ein bisschen zu hektisch. Yo! My friend is on fire. Wurde destroyed, ein Ärmchen nur. Und... Warte. Oh, wow, wow, wow. Welches Bein ist noch da? Das linke. Jawohl! Sehr cool. Also vor dem hat uns irgendjemand gerade auch gewarnt, aber nice. Aber auch gar nicht mal so doof, ne? Hat sich hier ganz schön clever hingestellt. Position den gar nicht so verkehrt. Also ich mache jetzt gerade einfach Tontest, Aufnahmetest, weil ich jetzt schon des Öfteren im Moment irgendwas neu installiert habe an Treibern, etwas deinstalliert und Gedöns versucht habe und so weiter und so fort. Es war doof, hier lang zu laufen. Hallo Raketen, tschüss ich. Au, au, uncool. Oh mein fucking Gott. Fucking Atlas und ein Missile Storm. Boah. Das war so doof. Ich hätte den weiten äußeren Weg gehen sollen. Wow, 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 wow. Wenn ich fliege, geht es auch hier auf die Beine. Weil man hat es ja auf jeden Fall bei. Au, weg, Alter, hau ab. Na, no, puff. So, viel neu installiert, viel ausprobiert, viel Zeit verschwendet. Und das jetzt einfach, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Und ich sage es mal einfach, Mikrofon läuft wieder. Yeah! Also, das wird halt auch nur hochladen, wenn es wirklich wieder läuft. Also, passt dieser Satz eigentlich. Ansonsten, Leute, was geht bei euch ab? Mal eben zur Piranha-Problematik. Wo wir hier gerade so schön am Zugucken sind. Ein Stalker. Alter, what the fuck, was haben die ihm angetan? Zwei Large Pulse Laser, ein LM-10er mit Artemis und ein LM-15er mit Artemis. Sie haben es ihm zu Recht angetan. Auf jeden Fall, es haben sich ja viele beschwert, Piranha zu stark, bla bla, Mecker, Mecker, alles scheiße, jada, jada, jada. Und nein, ich meine das nicht eine spezifische Person oder so, es gibt tatsächlich mehrere Leute, die sich darüber beschwert haben. Aber ganz ehrlich, ich meine klar, die Dinger, die machen krass Damage mit 12 Maschinen, das steht außer Frage. Aber sind klassische Glaskanonen, so im Gaming-Jargon. Also die können viel Schaden austeilen, sind aber aus Glas, ergo sie zerbrechen recht schnell. Und entsprechend war ich da eigentlich relativ entspannt, was es angeht. Schade, fast hat er das Ding erwischt. Oh, jetzt hat es ihn erwischt. Auch nicht schlecht. Der LM-Support hier in diesem Team ist gar nicht mal so schlecht. Der Rifleman, ja, der geht jetzt auf jeden Fall down. Gehen wir mal weiter. Und der Marauder ist nicht... Ach, na toll. Na, auf jeden Fall waren viele Piranhas unterwegs. Teilweise 4, 5 von den kleinen Dingern. Und sie sind ja auch recht klein gehalten. Was ich eigentlich gut finde. Ich wünschte mir, mehr Lightmax wären in dieser Größenordnung. Na, Jenna, Firestarter, wenn die nochmal so ein bisschen mehr in diese Größenordnung rutschen würden, ne? Das wäre schon schön. Hier der Firestarter, der ist so groß wie ein Katapult. Das ist leider echt bitter. Auf jeden Fall, es war klar, dass irgendwann die Leute sich erstmal mit den Piranhas ausgetobt haben, geskillt haben, etc. pp. Und dann entsprechend natürlich ein bisschen entspannter damit zur Sache gehen. Sie gehen auf den Atlas. Also der kann eigentlich gar nicht mehr so viel haben, aber den hat er nicht anwesend. Der da. Der Battlemaster. What the fuck, das sind mal viele Large Slicer. Ist auch ein bisschen zu langweilig, ihm zuzugucken. Der Marauder, AC-20 Medium Pulse Laser, geiler Dude.
Aber er ist jetzt im Fokus, er geht down. General Genius, keine Waffen mehr. Na, auf jeden Fall, jetzt sind nicht mehr wirklich viele Piranhas unterwegs. In der Regel, jetzt so bei meinen Testläufen und so was, eigentlich nur einer pro Team höchstens. Hier kriege ich auch ein Piranha, ansonsten Arctic Cheetah, Firestarter, Zicke, also Cicada zähle ich auch noch zu den Lightmax. Von daher, nicht mehr so das Problem. Eine Ultra AT-20 und ein M40-Werfer. Sag mal, Hax, was stimmt nicht mit den Leuten? Warum diese Unterbewaffnung? Für eine möglichst große Engine oder was? Ich brauche keinen Atlas, der joggen kann, der muss nicht abnehmen. Der muss gemächlich über das Schlachtfeld wanken und wenn da etwas kommt, stampft er aus Versehen drauf und zerquetscht es mit seiner Bewaffnung. Und frisst in der Zeit richtig viel Schaden. Das macht ein Atlas. Nicht rennen, falls er überhaupt rennen konnte. Naja, das auf jeden Fall. Ich wollte ja sowieso die Tage mal irgendwie was zur zur Piranha-Problematik rauslassen. Und das ist jetzt erledigt. So, jetzt wo das Ganze hier wieder funktioniert, wie gesagt, ich gehe davon aus oder hoffe, dass es funktioniert. Ansonsten ist diese Aufnahme halt auch einfach etwas, was im Papierkorb landet, gelöscht etc. pp. Gelöscht etc. pp. Was kann man denn noch mehr machen außer löschen? Du bist ein Idiot, halt die Schnauze. Ja, also diese Aufnahme war ein Erfolg, wenn ihr das hört. Ich wünsche einen traumhaften Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.